Hi ihr, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten. Ich bin euer Quatschkau und wir machen weiter mit dem Trainingstag. Und zwar gibt es Standardtraining. Freistoßgrundlagen und Freistoßflanken, alles klar. Dann schauen wir doch mal, was wir hier tun können. Ja, schon mal getroffen. Die Freistöße gehen, glaube ich, ein bisschen besser inzwischen von der Hand. Ah. Oh, das war ein bisschen doll. Ja, aber trotzdem rein. Das war doll. Der ist hinten dran gegangen. Das ist nicht so gut. Oh, das war zu wenig, glaube ich. Ne, doch nicht. Hab sogar was getroffen. Geilo. Da auch wieder was getroffen. Das macht's einfach. Ah, da haben wir nichts getroffen. Da haben wir auch nichts getroffen. Da könnten wir eventuell den unteren treffen. Haben wir. Wir machen das relativ gut. Oh, den Pfosten getroffen. Ah, hier ist schon arg drum gezirkelt. Ja, exzellent. Okay, alles klar. Freistoß flanken. Da zeigt er uns, wo wir den hinflanken sollen und dann hoffentlich treffen wir da was. Oh, Kacke. De Gea holt die Bälle hier immer runter und so weiter und so fort. Ah, da haben wir den Ball abgenommen bekommen, aber es hat nichts gebracht. Und oh! Und jetzt war er drinnen, alles klar. So kann das laufen. Ah, wieder schön gemacht. Und oh, nichts gemacht, scheiße. Und ah, aber auch hier haben wir einen Exzellent. Ich denke mal, es ist der letzte. Ach, schade. Okay, auch hier haben wir ein A bekommen. Das bringt uns natürlich in unseren Werten um einiges weiter. Weitschüsse vor allen Dingen, da sind wir auf 63 hochgeschnellt. Balance haben wir nichts gemacht. Freistoßpräzision sind wir hochgekommen. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus, aber weiterhin keine Startformation. So ist das halt. So, nächstes. Nee, heute ist freies Training. Was ist denn freies Training? Ach ja! Ich kann eine selber meine Übung aussuchen. Ich kann jetzt hier Schuss nehmen. Schussgenauigkeit. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte nicht Lupfer, sondern Weitschüsse. Beginnen wir mal mit dem Training, weil ich das so selten mache. Dann muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ja, ich ziehe die Dinger rein. Aber ich treffe die Scheiben nicht. Das macht es natürlich nicht einfach. So richtig gut gemacht habe ich jetzt zwar, ja. Oh, Exzellenz sogar bekommen dafür. Interessant. Schussgenauigkeit. In Gold sogar gemacht. Also durchgesetzt. Und jetzt machen wir nochmal Weitschüsse. Das haben wir ja eigentlich immer gut hingekriegt. Oh. Ja. Sagte er und schoss das Ding erstmal
irgendwo gegen und da nicht hin. Nicht dahin, wo es hin soll. Oh, das war gut. Oh ja, wenn wir so weitermachen, dann wird das was. Bin ja jetzt beidfüßig. Ja, das wird auf jeden Fall was. Und Beidfüßigkeit ist natürlich super. Das könnte sogar ein neuer Highscore werden für mich. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber könnte sein. Oh, einen noch. Einen darf ich noch machen, der letzte Schuss. Bams, auch nochmal ein Ding getroffen. 30.000 Punkte, nicht schlecht. Auch da ein A bekommen, das bedeutet, da bin ich auch gut. Oh, das geht hoch, das geht hoch. Alter Falter, das geht hoch. Das ist gut. Aber ich bin trotzdem hier in der Startelf. So, weiter. Wie geht's weiter? Wir spielen gegen Manchester City. Und ich bin natürlich ein Auswechselspieler. Mach was aus deiner Spielzeit. Der Walker geht mir inzwischen so ein bisschen auf den Sack, auch wenn er mein Freund ist. Das muss ich ja immer berücksichtigen. Ich glaube, 30 Minuten Spielzeit habe ich jetzt. Hole dir zwei Vorlagen. Was? Ah, ich komme wieder als ZOM. Ey. Ich will nicht als ZOM da One spielen. Now Anthony Martial. And the take wasn't very convincing, was it? He made that look like a ich bin sogar rechter Stürmer. Wir spielen mit einer Zweierkette. Foam. Silva. Ja, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, ne? Also. Das Manchester City ist jetzt hier kein Kindergarten. Weil die sind auch schon ganz schön stark. Coming forward. Well, they passed their way up into a good position here. And then just lost the concentration. Oh, kommt, Jungs. Ihr müsst einfach mal ein bisschen schneller passen. Na gut, da habe ich nichts zu suchen. Ich bin als rechter Stürmer ja doch ein bisschen außen. Komm, spiel mit mir. Ja, spiel mit mir, ey. Weißt du was, ich kann nicht, immer mit jedem spielen hier. Michael Carrick. 20 Minuten of the 90 still to play. Spiel doch unten, spiel doch unten. Brilliant team play this with the puck fist away by the keeper. Carrick. Jawohl. Schön gemacht. Schön gemacht. Habe ich zwar keine Vorlage von bekommen, aber schön gemacht. Ich bin drauf gewesen, als das Tor fiel. Das zählt anscheinend schon. So, dann wechsle ich mal rüber auf meine Seite. Weil Gareth Walker spielt ja links, dann sollte ich auch nach rechts rüber. Well, they move forward again with Alex Hunter. Patience is the name of the game at the moment. And it's Walker. Ah. That's the way to win the ball back. Time ticking on. Just over 15 minutes to go. Manchester City going to make a change here. Henrik Mkhitaryan. Now he's looking for support. Crosses in. Here's Walker. Und oh! The goalkeeper got a touch to that. Fine save. Die Flanke kam sogar an, ey. Hätte ich nicht gedacht. Fernando. Muss rechts bleiben, muss rechts bleiben, muss rechts bleiben. Nicht immer wegziehen lassen. Silva. So ein bisschen Anspielstation sein, ja, aber. Ja, 6-3, mal runtergesackt. Auch böse. It's a terrific effort by the home side here.
So. Mit Mkhitaryan gespielt und Walker verkackt. Nein, nein, ich wollte doch gar nicht schießen. Oh, das sinkt mich gleich mal um 0,3 Punkte. Ey. Leck mir doch die Füße. I don't think this player is the sort capable of finding the back of the net from that distance. Here's Martial. Ja, spiel doch mit dem Mann. Jetzt hast du raus. Oh, super. Pretty clear that it was going to end up with a throw in. Good position. They've worked this attack very well into a quite a dangerous Alter. Position now. Ist ja wohl nicht euer Ernst hier, oder? There goes the cross. Well, the ball deserved perhaps a better response from his teammates in the middle. The defender got there first, though. Number 28, Morgan Schneiderlin. Gerd Clichy. Puh, ey. Manchmal wünsche ich mir, die KI wäre noch mal ein bisschen klüger. Here's Martial. Ja, aus das Spiel. Wir haben es gewonnen. Ich habe nichts erfüllt. War nicht mal richtig gut. Aber sei es drum. Wir haben die Kurzpässe gut gespielt, das soll wohl gereicht haben. Ja, 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 bla bla bla, bla bla bla, wir haben Attribute gewonnen, bla bla bla, wir haben einen Skillpunkt, den ich mir, glaube ich, aber aufbewahren möchte. Wobei, Schießen, Freistoßpräzision, die könnte man nochmal hochheben. So. Heute ist wieder Schießen dran als Trainingstag. Das nehmen wir doch gerne nochmal hin. Weitschüsse haben wir ja zuletzt trainiert. Also ich habe ja sehr viel Weitschüsse jetzt trainiert. Dumms reingehämmert. So. So, das kriegen wir hin. Wird wahrscheinlich kein neuer Rekord werden. Aber immerhin wird das auf jeden Fall ein A. Auch wenn es jetzt nicht vielleicht der neueste Rekord wird, 30.000 Punkte war halt stark. Das war wirklich mal mein stärkstes Ding. Das hatte ich bisher noch nie. Nicht in dieser Art. Ja, komm, 29.878 ist jetzt auch nicht schlecht. Kopfbälle und Volleys. Oh, shit. Da ist ja noch gar keiner bei, der jetzt irgendwie verteidigt. Doch jetzt. Das ist nicht ganz einfach jetzt hier. Ey, der hat mich doch gefoult gerade, Alter. Oh, shit. Ey, warum nimmst du denn das nicht mehr an? Ja, nee. Oh, der war drin. Der war auch drin. Ah, habe ich nur ein B bekommen. Schade. Hilft mir nichts. Ich komme nicht in die Startaufstellung. Beschleunigung ist nicht ein bisschen hochgekommen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich richtig hochgekommen bin. Bei Volleys auf jeden Fall. Alles klar. Schusskraft, Balance, alles klar. Anstrengend, so ein Reservespieler zu sein. Immer anstrengend. Gegen Watford geht es als nächstes. Mal gucken. So, was es da reicht. Natürlich nur zum Auswechselspieler. Wir lesen mal so ein bisschen, was hier los ist. Warum steht dieser Blablabla in der Aufstellung? Die mögen mich alle nicht. Verstehe ich gar nicht. Was sag ich denn für ein Trikot?
Manchester United. Ist nicht rot, nicht weiß. Das ist, glaube ich, das dritte Trikot. Holen mindestens zwei Chancen raus. Boah, das kriegen wir, denke ich, hin. Wieder für Rooney rein, also wieder im ZOM-Bereich. Vielleicht auch als rechter Stürmer, ich bin mir nicht sicher. ZOM. Henrik Mkhitaryan. Not rushing it here. Moving from one side to the other. Michael Carrick. Oh, good through ball. Ja, okay, hat jetzt nicht so funktioniert. Wie viele Minuten spielen wir jetzt eigentlich gerade? Führen, okay. Das ist die 63. Spielminute, das geht ja noch. Mal gucken, dass wir uns ein bisschen hinstellen. Substitution now for the home team. Komm, lauf mal unten rum. Lauf mal unten rum. Tu's doch mal, Mann, und dann spiel nicht so einen Scheißpass. Wer soll denn mit dem Pass was anfangen, hä? Abgefangen, aber leider nichts gemacht. Ah, Kacke. Etienne Capoue. These two have got a great understanding with their passing. Nicht so viel zuppeln. Ah! Ich hab nicht gesagt, dass du schießen sollst. Also ja, ich hab gesagt, dass du schießen sollst, aber das habe ich damit echt nicht gemeint. Pereira. Nordin Amrabat. Kaboom! Das klang gerade, als wenn er wohl sagen würde, Kaboom! War ja egal. Ich stehe jetzt irgendwie ganz alleine da vorne. Das gefällt mir alles nicht so. Die Situation ist für mich ein bisschen unglücklich. Ja, sicher, wirf den doch noch kürzer ab, Mann. Alter, die Gea, der hat aber Eier. Pogba. Alex Hunter. Now Hunter. Good pass. Getting it forward. Well, he's got support here. Across good block. Did well, stuck out a foot and cut off the pass. One or two players are warming up for the home team. We'll see who comes on. They've got a great understanding, this team. Just look at the passing. Ich dachte, das wäre die genau die richtige Möglichkeit. Ja, jetzt spielen sie oben rum, war ja klar. Aber ich habe schon ein paar Kurzpässe gezeigt, die wieder doch ganz gut waren. Ich glaube, da habe ich die Übersicht einfach aufgelöst. Ein Mann angeschossen in Eingang, ist immer ein bisschen doof. Made the interception, made it look easy actually. Well, the game can be influenced often by substitutes. The home team are going to perhaps gamble on that working for them now. It is coming to the business end of this match, isn't it? Mann, oh, still looking Lauf for that elusive goal. Und dann macht sich daraus dann doch nichts. Trying to produce a bit better than we've seen so far. Just to remind you of the scoreline, Manchester United a goal to the good. It's 82 minutes played now. Pogba. Pass, pass, pass. And the player with the ball has so many options, so they work so hard off the ball to make those options possible. Yeah, and it's not been passing for passing's sake either. They've made inroads into the territory. Das will einfach nicht werden. Can they draw level here? With 5 minutes left. Morgan Schneiderlin. Komm, spiel noch mal oben rum. Spiel noch mal oben rum. Hunter. Tremendous understanding from these players. Ah, komm, dann nimmst du dir, lässt du den Ball abnehmen. Es ist zum Weinen manchmal hier, ne? Etienne Capoue. Capoue. Neo. Den ich erst als Kaboom verstanden hatte. Well, they move forward again with Alex Hunter.
gone for the through pass. Cross coming in now. He could do a better cross than that, I think. And it was easy to cope with. Keine Nachspielzeit. Easy spot for the referee. Hands. Hands. Ja, wenn es keine Nachspielzeit gibt, wird das ja auch gleich erledigt sein, gehe ich mal von aus. Nicht den Ball weit schlagen, Mann. It's good play by the team and Walker now can enhance it further. So. Eigentlich ganz gut gemacht. Gut gelöst. Wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache. Man muss ein bisschen cool bleiben, wenn man nicht immer die Tore machen kann. Wir haben aber klasse Übersicht bei den Steigflächen. Deine Pässe, Pässe, Pässe. Pässe sind exzellent. Pässe, Pässe, Pässe. Zum Fortfahren drücken. Ja, wir haben nichts bekommen. Wir haben das Passen verbessert. Und ein bisschen Attributzuwachs bekommen. Das ist okay. So, und damit ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Quantschuk sagt bis dahin. Haut rein. Tschüss.